Willkommen zurück zu Deus Ex. Hier in der... In der gefährlichen Umgebung am Ende des Aufzugs. Wo kam das denn gerade her? Da kam das gerade her. Kann ich da irgendwas dagegen tun? Da ist ein Alarmknopf nur, der wird mir nicht weiterhelfen. Das dürfte Wasser sein dazwischen. Vielleicht kann ich ihn von hier aus abschalten. Wobei, das ist eher selten der Fall bei so Computern. Meistens werden die Geschütze doch über die Security Terminals gesteuert. Und ach, so ein Blödsinn, was mache ich denn da? Natürlich kann ich den nicht abschalten. Der schießt einfach auf mich, unabhängig davon, ob es Alarm gibt oder nicht. Weil er natürlich rumspinnt. So wie der andere vorhin auch. Also in der letzten Folge, meine ich. Ist da irgendwas drin? Irgendwie Raketen oder so? Nö, schade. Medikit, dankeschön. Immerhin. Was ist das denn? Kamera? Ist da drüben? Ja, da ist noch so einer. Verdammt. Leider hat der Raketenwerfer kein Zielfernrohr. Ja, da ist auch noch so einer. Ja, klar. So, was haben wir hier? Eine Biozelle. Das sieht einfach nach einem Bruchstück von einer Rakete. Oder von dem Roboter aus. Schade. Guck mal hier. Da ist doch ein Sicherheitsterminal. Geht doch. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Und wenn ich jetzt hier die Geschütze ausschalten kann, dann bin ich ein bisschen pisst. Brücke. Brücke aktivieren, okay. Ich kann eine Kamera auf der Brücke ausmachen. So, klingt sinnvoll. Nur welche Brücke ist das? Da unten wahrscheinlich. Die hier. Das heißt, das dazwischen ist doch kein Wasser. Ach, Blödsinnwasser. Das ist das von der letzten Folge, wo ich unten war. Interessant. Ich speichere mal. Ich fühle mich hier gerade nicht so ganz wohl. Und halte ich ein bisschen an. Oh, ein bisschen. Komm, zwei Medikits, oder? Ja, und den Rest mache ich damit. Genau. Weil... Oh Gott, das war blöd. Das war blöd mit den Medikits. Naja, was soll's. Ich hab ja gerade eins gefunden. Das heißt, effektiv habe ich sogar nur eins verschwendet. Nicht zwei. Hält das nix, oder? Nee. Da ist auch nix. Und irgendwo hier sollten die Pläne sein. Auf einem Computer. Da will ich irgendwie nicht ganz reintreten. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Weil ich keine Ahnung habe, was das tut. Wahrscheinlich leuchtet es violett. Ich habe bestimmt irgendwo Zugangsdaten. Ist mir egal. Ich hack mich einfach rein, weil es funktioniert. Ja, dann bin ich ja gespannt, ob das dann hilft, um den Universalkonstruktor endlich zu bauen, um die Menschheit zu retten. Ich glaube, ich habe gerade Fähigkeitspunkte gekriegt. Ich habe das Gefühl, das könnte in der nahen Zukunft hier noch nützlich werden. Vielleicht werde ich ja irgendwann durchs Wasser flüchten müssen oder so. Deswegen steigere ich jetzt halt eben doch mal Schwimmen. Umwelteinflüsse? Nee, Blödsinn. Das wäre für den Rebreather. Ansonsten könnte ich... Nahkampf lohnt sich nicht. Sprengwaffen? So Blödsinn. Nö, sonst kann ich nichts. Was ist das jetzt hier? Okay. Komisch. Ist meine Energie voll? Nein, ist sie nicht. Aha. Dann fülle er sie auf. So. Genau. Beim... Was war's? Wir treffen uns beim Kommandomodul. Das war ganz am Anfang, glaube ich. Wow. Naja, Tempoerhöhung fängt jetzt hier ab. Kommunikator? Wo? Hier!
In case you were wondering, Helios intercepted your transmission. We accessed the Ocean Lab computers ourselves, which means our UCs will be operational shortly. Meanwhile, we will be manufacturing a cure to the virus. A cure? A cure? Do you have any idea how easy it will be for me to make a new virus? All I have to do is find a very large prime number and multiply. And all we have to do is crack the code. Mathematically unlikely, as are your chances of leaving the Ocean Lab, by the way. Your next page. Your greatest strength was secrecy. But now we know everything, including your present location. Always the optimist. You would need an army to attack me at Area 51, and pretty soon, if the missile is accurate, your X-51 will be a thin, gray smudge where Vandenberg used to be. Damn it. Hä, was ist das denn? Da war ich noch gar nicht, oder? Ich glaube... Ne, ich glaube, da war ich noch nicht. Und da drüben war ich auch noch nicht. Na dann, mal gucken. Vielleicht ist es ja ein kürzerer Weg nach draußen. Durchs Wasser oder so. Wer weiß. Radioaktiv, hä? Oh. Yep, radioaktiv. Habe ich einen Schutzanzug? Nein. Na dann. Aber ich habe doch das Implantat, ne? Umgebungsresistenz, Toxin. Durch Strahlung und Toxin. Machen wir das mal so. Das kann sich sehen lassen. Das kann sich sehr gut sehen lassen. Oh ja, oh ja, oh ja. Da ist nix. Ambrosia. Schnell hier raus. Wow. Gut, leider geht's hier nicht nach draußen, aber es gibt da, oder es gab da gerade viele nützliche Dinge. Und bevor es hier weitergeht und scheinbar auf Konfrontation mit Page, möchte ich mich doch gerne irgendwie besser ausrüsten. Waren hier nicht diese komischen Krabbelviecher? Ach doch, ja, genau. So, zuallererst, damit da nichts passiert. So, was haben wir hier? Ah, nur Bruchstücke? Schauen wir doch mal. Da kam ich doch letztes Mal von woanders hoch, oder? Oder war das von hier? Weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, ich... Oder war das hier sogar? Kann sogar sein, ja. P-Granate, ja, warum nicht? Nehme ich. Biozellen nehme ich gerne. Kriege ich dich eigentlich mit einem Schwert? Ja. Das Schwert ist echt eine meiner besten Waffen. Ich frage mich, ob ich diese Container hier zerstören kann, aber ich schätze mal nein. Genauso wenig, wie ich sie mitnehmen oder ihren Brochure-Container mitnehmen kann. Leider. Na gut. Dann hätte ich hier alles abgesucht. Genau, die Schranken da habe ich als Glück, glaube ich, ausgemacht. Nee, habe ich nicht. Ist mir gerade auch herzlich egal. Verdammt. Zwei Dietriche. Nein. Was haben wir hier? Achso. Ich bin ja hier direkt hinter dem Ladescreen. Ich habe mich doch gerade daran erinnert, dass da eine Gasgranate war, aber ja, die habe ich ja zum Glück schon entschärft. Jetzt muss ich ja nur warten, bis der Schalter wirkt und den Aufzug hier runterbringt. Und in der Zeit kann ich mal ein bisschen was erklären. Und zwar zum Beispiel, warum diese Folge hier und vermutlich auch die weiteren nur 15 Minuten gehen statt 20. Das liegt daran, dass ich in den nächsten Wochen relativ wenig zum Aufnehmen kommen werde. Und deswegen will ich einen Voraus aufnehmen. War das nicht hier? Hallo? Doch. Ach, da oben, stimmt. Das war daher. All in all, you weren't a bad experiment.
You'll be the last prototype we have to discard. Boah, da habe ich gerade echt nichts gesehen. Wie letztes Mal gemacht. Ah, da sieht man's. Ja, das sieht man nicht von unten. Verstehe. As I said to you in Paris, this time you face someone with your own abilities. Then this will be a good fight? With the exception that I have a newer version of the firmware. Okay, ist doch egal. Wow, hält das viel aus. Was zum Henker? Ich mache mal den ganzen Schutzdinger an. Was zur Hölle? Ist der unverwundbar oder hat er einfach so ein fettes Schutzschild gerade? Halleluja. Tür zu, hier zieht's. Hier zieht's. Es zieht Plasma. Meine Güte. Wie jetzt? Da kommt er rein. Ah! Verdammt. Nein. Schnell weg hier. Und der Ausgang war, glaube ich, da. Gut, ich hätte vielleicht versuchen können, ihn zu betäuben mit dem K.O.-Pfeil. Das würde ihn vielleicht treffen. Ich weiß ja nicht, ob seine Rüstung auch gegen Armbrustbolzen geht. Kommt er mir jetzt eigentlich nach? Ich sehe nicht. Gut. Gut, dann kann ich mal hier in Ruhe meine Wunden lecken. Das sind 38 und 36. Das macht, glaube ich, 74. Also fast genau ein Medikit. Auf den einen Punkt. Kommt es mir jetzt auch nicht mehr an. Gut. Bot zum Aufladen kann ich jetzt. Wow! Wurfmesser! Ah, und eine Lamp! Du Sau! Voll reingelaufen! Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Was? Familiengruft? So komme ich hier raus, alles klar. Ich dachte schon, ich muss schwimmen oder so. Wobei, danach bin ich ja immer noch nicht an Land. Sondern nur drüben, ne? Ein paar Meter weiter. Aber das müsste näher am Ufer sein, sodass ich von hier aus vielleicht sogar wirklich schwimmen kann. Da jetzt hier überall so Gegner sind, mache ich das einfach. Ist mir jetzt egal. Was ich allerdings nicht brauche, ist das da alles. Wie komme ich da jetzt? Luft. Okay, da will ich hin. Sehr gut. Warum habe ich da nichts gesehen? Ach, es war in der Richtung. Haha, ich habe darüber geguckt. Natürlich. Gut, genau, wie gesagt, ich werde die nächste Woche so ein bisschen öfter unterwegs sein, ein bisschen lang unterwegs sein. Und deswegen werde ich jetzt im Voraus relativ viele Folgen produzieren und damit es einfacher geht, mache ich die Folgen ein bisschen kürzer. Das heißt halt leider insbesondere auch, wenn ihr mir jetzt einen Kommentar schreibt, dann werde ich wahrscheinlich frühestens in anderthalb Wochen darauf antworten können. Oder in dem Video darauf eingehen können. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich gebe mir Mühe, die Videos auch ohne Rückmeldung so gut wie möglich zu machen. Ist der noch deaktiviert? Ja, ist er. Gut. Ist da oben? Ich fürchte ja fast, ja. Naja, was soll's, ist doch egal. Ich kann hier einfach rumlaufen. Hier habe ich ja die ganzen Gegner schon ausgeschaltet. Das heißt, hier dürfte mir keiner mehr auflauern. Andererseits habe ich das drüben halt auch. Wer weiß. Verzeihung, es ist leider nicht kaputt gekriegt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hätte meinen Widersacher gerne ausgeschaltet. Aber ich vermute, dass das wirklich nicht funktioniert, weil er so ein Schutzschild hatte, den Paul ganz am Anfang. What's going on here. Ja, mach doch. Bei Paul ganz am Anfang habe ich es ja. Ich weiß nicht, ob ich es aufgenommen habe, aber ich habe den mal versucht, aus Spaß umzubringen. Und das ging nicht, weil er auch so einen blauen Schimmer um sich rum hatte. Und diesen blauen Schimmer, dieses blaue Schutzschild, das hatte halt der Walton Simons gerade auch um sich rum. Deswegen vermute ich, dass er, wie damals Paul auch, gerade unverwundbar war und, naja, die Tatsache, dass zwei Raketen ihm nichts angehabt haben, spricht eigentlich schon dafür. You made it. How long until the UC is up?
tonight if the schematics are accurate. But we have another problem. Page said he was launching a missile at Vandenberg. Exactly. His troops occupied a silo to the north of here. Has he made any demands? The launch sequence has started. No demands. They want to wipe us out. I'll have Jock get me there as quick as he can. Good. Hey, thanks again for saving my daughter. I brought you something from the lab. A token of my appreciation. Not necessary. I'm just glad she's all right. Aww. Take it. You might want to upgrade your systems. Sooner or later, you'll have to face Bob Page. Hold on. No room. Wie schön, dass weiß, dass ein Inventar hat mit begrenztem Platz. I got it right here. It's an augmentation upgrade canister. Yeah. Glück gehabt. Ich dachte schon, er will mir ein Implantat andrehen, aber nein. Ein Implantat-Upgrade. Habe ich da gerade ernsthaft... warte. Wo ist das? Da habe ich da gerade ernsthaft... zweimal 500 Punkte gekriegt? Vielleicht, weil ich zweimal mit ihm gesprochen habe. Geht das nochmal? We'll take care of Tom. Nein. Don't worry. Okay, gut, dann upgrade ich jetzt hier nochmal schnell ein Implantat. Die Heilung finde ich persönlich schnell genug. Das habe ich gemaxt, das habe ich gemaxt, das habe ich gemaxt. Ich könnte, ja, mich unsichtbar machen, nicht wirklich. Ballistischer Schutz wäre vielleicht ganz nett. Ich studiere Umgebungsresistenz oder ballistischer Schutz, eins von beidem. Andererseits, ne... Das ist beides in einem und noch für alle anderen Schadensqualitäten. Gut, ich fliege jetzt hier noch rüber und dann ist die Folge zu Ende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Let's go.